Hallo ihr Lieben, also heute mal was völlig anderes. Ich habe hier mal aufgebaut eine vollautomatische Wendeschleife für Analogbetrieb. Das ist mein Ersatzzubehör-Trafo, damit ich den Strom hier für das Weichenantriebe habe und für die zwei Schaltrelais. Das ist mein Fahrtrafo, ist klar, kennt jeder. Ich habe das jetzt nur mal so grob aufgebaut, weil es ja eigentlich mehr um das Prinzip geht. So, was haben wir? Also, wir haben hier eine Wendeschleife und diese braucht auf alle Fälle drei unabhängige, erstmal vorerst unabhängige abschaltbare Abschnitte. So, dann brauchen wir noch vier ganz normale 1-Ampere-Dioden. Das sind hier eine, hier zwei und hier zwei. Diese gehen dann mehr so Richtung Schleifenausgang. Und diese sorgen für die nötige, also das nötige Rausfahren, weil diese zwei Gleisabschnitte dann in dem Falle stromlos werden, je nach Fahrrichtung. Dann benötigen wir zwei Schaltrelais. Das sind noch, die gibt es heute noch zu kaufen, die Dinger von Tillig. So, das ist ja das 8410. So, was haben wir noch? So, gut, das 8410. So, da halten wir es mal drunter. So sieht es neu aus. Hier war ganz früher Zeuge drin eingemeißelt. Nach der Verstaatlichung wurde da das Zeuge ausgelöscht. Jetzt steht mittlerweile Tillig drin an der Stelle. Das heißt, das Oberteil hat man dann doch neu gemacht. Das Ding hat zwei Wechselkammer, zwei Magneten. Das kann man mal aufmachen. Hier sieht man es, zwei Magnetspulen. Und je nachdem, also es ist ein bistabiles Relais, sagt man dazu, weil das in der jeweiligen Schaltstellung verharrt. Es gibt keine Grundstellung in dem Sinne. So, da hat das auch natürlich zwei Wechselkontakte. Das ist das erste Kontaktpaar B und das zweite Kontaktpaar A. Hat Spulenanschlüsse, Spulenmasse für beide Spulen, diese Spule hier und das dann die erste Spule, also die zweite und die erste Spule. Mitgeliefert wurde hier übrigens auch, hier ist es nochmal schön zu sehen, auch hier wie das mit den Spulen funktioniert. Eine kleine Anleitung, den Z1, der ist leider noch in Gera. Aber trotz alledem, so, ja, dieses Bild hier mit dieser automatischen Schranke hat man dann nicht mehr mit der E-Lok, sondern mit einer Dampflok versehen. Hier sieht man nochmal Berliner TT-Bahn, das ist hier nach der Verstaatlichung gedruckt worden. Ich kann auch sogar sagen, wo, nee, doch nicht. Ist ja egal, ist ja wurscht. So, Tillig hat ja die Konkursmasse des VEB Berliner TT-Bahn nach der Wende übernommen und das ziemlich erfolgreich, so dass Tillig jetzt auch in anderen Marktsegmenten unterwegs ist. Und diese Relais, also diese Schaltrelais, werden heute noch hergestellt. Ja, dann lassen wir mal fahren. Also wie gesagt, dieses Relais bewirkt eine Umpolung des hinteren Abschnitts, dieses Kurvenabschnitts. Ich habe hier ein Trenngleis, hier eins, ein doppeltes Trenngleis, hier ist ein Trenngleis und hier ein Trenngleis. Damit, und damit ist auch gleichzeitig ein Nachteil, geschobene Züge bringt nichts. Das ist ja wie gesagt für den Analogfahrbetrieb gedacht. So,
passiert jetzt der Kurvenabschnitt, bleibt jetzt hier in den Abschnitt drinne. Dazu muss ich sagen, ich habe hier 1 und 2 Schaltgleise drinne. Normalerweise die einfachen Wendeschleifenschaltungen sind ja so, dass man eigentlich nur mit 2 Dioden das machen kann, dass das Fahrzeug rausfährt. Also dann ist vorgegeben, wie sie reinfahren in die Wendeschleife. Hier ist es unabhängig. So, jetzt kann ich den Triebwagen rausholen, hat geschalten. Hier hinten habe ich auch noch eine kleine Besonderheit eingebaut. Mit einer Mittelsdiode entsprechend angesetzt kann man verhindern, dass der Zug oder die Lokomotive an den Prellbock stößt, wenn das nicht gewünscht wird. Also so als Sicherheitsbuffer. So, wir können jetzt wieder dasselbe rückgängig machen. Wie man sieht, die fährt wieder hier durch. Ich hole sie hier raus, den Zug. Und das Spielchen können wir die ganze Zeit machen. Das Ganze, das ist Mist. Ja gut, die Gleislage ist halt scheiße, weil bei den Pico-Gleisen, die waren noch nie so besonders gewesen zum Schluss. Also die waren unter aller Sau. Ja, schon was an den Trabo stimmt nicht, dann müsste eigentlich ein bisschen zügiger fahren. Wie gesagt, also man kann das Spielchen jetzt hier stundenlang machen. Das ist interessant hier für diejenigen, die sich sagen, okay, ich mache jetzt mal was, wo Tunnel und also verdeckt ist, wo ich einen Zug reinschicken kann, dann brauche ich nur noch rauszuholen. Und es fährt auch, wie gesagt, also das hintere holt den Kurvenabschnitt um mit der Schleife. Das hier schaltet entsprechend entweder diesen Abschnitt oder diesen Abschnitt zu. Die Schaltgleise sitzen bewusst hier drinnen. Also im Normalfall hat man einen Zugabstand, längsten anzunehmenden Zugabstand, die Grundstellung, also den Kontakt für die Grundstellung, und das wäre dann hier der Kontakt hier für die zweite Stellung der Weiche. Aber ich finde die Lösung hier weitaus angenehmer, vor allem kompakter, weil das macht, das ist, als Gleismaterial kann man alles nehmen, wenn es dazu Schaltgleise gibt, oder man muss eben halt in der Lokomotive bzw. im ersten Fahrzeug bei einem geschobenen Zug, weil für den Triebwagen gibt es nämlich auch einen Steuerwagen. Und das ist der Witz, bei der Deutschen Reichsbahn gab es diesen nur ein einziges Mal. Dann gab es noch einen zweiten Prototypen, der sieht wieder ganz anders aus, dieser Baureihe. Und beim VEB Pico gab es den hier millionenfach. Ja gut, das zu den Ausführungen. Ich denke, man hat das Prinzip so in etwa erkannt. Es ist auch nicht schwer, sowas hinzubasteln. Also, gut, also tun wir mal. Wir haben ja einen wunderbaren Zoom. Jetzt macht sich noch der Blutdrucksenker bei mir stark bemerkbar durch meine Herzgeschichte, die ich da habe. So. Schauen wir mal diese grobschlächtigen Weichen mal an. Und da ist uns interessant diese Weichenzunge.
die ja komplett durchgeht. Bei diesen Weichen muss man halt, wenn man die wirklich gebraucht einsetzen möchte, darauf aufpassen, dass diese Spitze vom Herzstück vorhanden ist, weil damit hält nämlich auch die komplette das komplette Teil drin, also sprich die komplette Weichenzunge, weil diese eben halt ein Stück ist. So, und da hätten wir noch, gucken wir mal weiter, das ist das, und da brauchen wir nicht so weit, wir brauchen eigentlich nur die Schaltstellung, damit man das sieht, was gemacht wird. Übrigens, die Dinger, die sind jetzt richtig teuer geworden. Also nicht wundern, aber es gibt auch gebrauchte Nigelnagelneue, sogenannte Nass, die das dementsprechend machen. So.